Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars 2. Ja, die Woche ist um. Das heißt, ich bin wieder da. Zurück von meiner Englandreise. Und verzeiht mir, aber ich habe ein bisschen die Schnodder abbekommen. Bus, Klimaanlage, andere Leute sich erkältet, mich angesteckt. Nicht gut. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euer... Das... Warte, warte. Dass mein kleiner Special Part, jetzt habe ich's, gefallen hat. Und als kleine Genugtuung, denke ich, war das in Ordnung. Und falls ihr den Special Part gesehen habt, wisst ihr ja vielleicht, dass die neue Herzenquest reingespielt haben. Das heißt, hier in Caledon fällt uns jetzt tatsächlich ein Herzchen. Fehlt uns jetzt tatsächlich ein Herzchen. Und bevor wir jetzt alles andere machen, werden wir das tun. Mit meinem Main-Char habe ich das schon gemacht. Den einen Abend noch, wo ich das gesehen habe. Lust auf eine Expedition? Und daher weiß ich jetzt, wo das ist. Hier ist es nämlich. So, helfte Delilah, die Felder der Farm sicher zu machen. Das machen wir natürlich sofort, damit wir das dann schnellstens weg haben. So. Sollen wir nicht irgendwelche Termiten töten, die ganz schön eklig sind, bestimmt? Und verzeiht mir, wenn ich zwischendurch mal kurz niesen muss oder so. Ich weiß nicht, ob ich es immer schaffe, die Aufnahme zu unterbrechen, damit ihr das nicht hören müsst. Aber ehe ich jetzt wieder gesund bin, vergeht wieder eine Woche und dann hätte ich nichts zum Aufnehmen. Deswegen, mache ich das jetzt trotz meiner naja, nicht Heiserkeit, aber halt, ne? Erkältung und so weiter. So, ich hoffe, ihr konntet einigermaßen die Woche ohne Guild Wars überleben. Ah, schlechter Witz. Ja, ich weiß schon. So. Ich hoffe, das haben wir jetzt bald fertig. Das dauert hier ewig, diese ganzen kleinen Viecher zu töten. Aber naja. So. Naja, noch ungefähr die Hälfte und haben was. Ich habe aber auch was war das denn jetzt? So ein schwaches Immunsystem, ehrlich. So dass ich jetzt. Was habe ich jetzt mit dem Moa gemacht? Ehrlich. Das kotzt mich ein bisschen an. Aber naja. Ja, und der Moa freut sich jetzt? Ja, er freut sich. Okay, gut. Dann tippern wir jetzt einfach mal alle Bäume an. Vielleicht geht das ja ein bisschen schneller. Ja, okay. Gut. Dann hätten wir das auch. Und können jetzt eigentlich lernt, wie man ausweicht. Nee, das will ich ja gar nicht. Hallo, ich will meine Hauptquest machen. Was? Ist ab Stufe 20 spielbar? Was? Na, ich will meine Hauptquest jetzt weitermachen. Die haben das hier nämlich alles geändert. Das ist so ein bisschen scheiße, muss ich mal sagen, ganz ehrlich. Die haben so einen riesengroßen Patch gehabt. Vorletzte Woche nämlich. Und da haben die hier die ganzen Startsachen, so für kleinere, für Lows, sage ich jetzt mal, haben die das geändert ein bisschen. Und jetzt muss ich selber hier erstmal gucken. Wieso muss ich denn jetzt ausweichen lernen? Ich weiß, wie man ausweicht. Ach, Mann. Ja, okay, da gehen wir das mal schnell machen. Vielleicht kriegen wir dann wieder unsere Hauptquest angezeigt, weil das wäre jetzt ganz schön blöde, wenn wir die nicht mehr haben. Nee, ich habe jetzt keine Zeit. Tut mir leid, sorry. Nee, ich muss jetzt lernen, wie man ausweicht. Warum porte ich mich da nicht einfach hin? Oh. Mal schauen. So. In den Rand der Nebel geht es heute vielleicht auch noch. Aber nur vielleicht. Vielleicht, ne? Denn. Ah, den mache ich mal kaputt. Der liebe Chrissy wollte heute ins Rand der Nebel. Und
Ja, vielleicht gehe ich da sogar mit unserem, dass wir hier ein bisschen leveln. Hey. So, jetzt lerne ich hier mal schnell, wie man ausweicht. So. Und hüp. So, ich habe jetzt gelernt, wie man ausweicht. Hier erwarten euch neue Herausforderungen. Kessex. Hä? Leute, ich will meine Hauptquest machen. Jetzt ohne Mist, ne? Ich weiß gar nicht, was der von uns will. Sollen wir jetzt echt in diesen Kessex-Hügel? Hm. Das wäre jetzt echt blöd, wenn wir unsere Hauptquest nicht mehr weitermachen können. Wirklich. Das wäre voll für den Hintern. Wir müssen doch noch den Stab von unserem, na, von diesem Ratsmitglied wollten wir eigentlich noch den Stab holen. So war das doch eigentlich, oder? Warte mal. Trotz der ständigen Störung durch die Questur konnten wir Doxa aus dem Klug extrahieren. Und wir kümmerten uns auch ein für alle Mal um dieses Stinktier Teo. Katz und Doxa gönnten sich nach all der Aufregung ihre wohlverdiente Pause und mir wurde vom Rest der Crew der Titel Snuffdenkerin verliehen. Zoja muss ich wohl irgendwie beeindruckt haben, weil sie mir versprach, von nun an meine Fortschritte im Auge zu behalten. Alles in allem kein schlechter Tag. Ja, das ist ja schön, aber vor allen Dingen, das haben wir ja schon gemacht. Lol. Und das können wir jetzt aber nicht machen, weil die das hochgesetzt haben auf Stufe 20. Ja, jetzt schnalle ich das. Oh, nee, ey. Ja, das ist doch beschissen, bis da ist. Dann gehe ich jetzt nicht in den Kessex-Hügel, sondern einfach in den Hain. Dass wir den jetzt mal erkunden und dann haben wir auch wieder ein bisschen Erfahrungspunkte und so weiter. Na, das ist ja jetzt ärgerlich. Das ist jetzt ein nicht besuchter Aussichtspunkt. Na, das weiß ich doch. Also irgendwie, das. Ja, okay, für Neuansteiger ist es bestimmt nicht schlecht, so die ganzen Hinweise, aber für mich so als alter Hase ist das echt bescheuert. Muss ich jetzt mal sagen. So. Das ist übrigens mein allererster Aussichtspunkt in diesem Spiel gewesen, als ich mein Sevari gemacht habe, meinen ersten Char. Und den habe ich damals nicht hingekriegt. Ihr werdet es nicht glauben, ne? Aber ich habe da mindestens 50.000 Stunden dran gesessen. Jetzt weiß man ja ein bisschen so, wie es geht. Außer jetzt. Jetzt weiß ich es irgendwie nicht. Na, okay. Ganz cool. Wir haben ja jetzt Zeit, ne? Wir müssen ja jetzt bloß bis Level 20 leveln, um unsere dumme Hauptquest fortzuführen. Ey, was sonst auf Level 16 war oder so, oder? War das Level 16? Ich bild's mir ein. Ich weiß es gar nicht mehr. Hab mir meinen letzten Part nicht angeguckt. Oh Mann. Ey, jetzt spring da hoch, Kumpel. Also ehrlich. So. Ups. Oh, ich hasse es, mit einem Asura zu springen, ehrlich. So. Jetzt einfach mal nicht dazwischen geredet, weil ich die Musik vom Caledonwald, so die Melodie, wirklich schön finde, muss ich sagen. So geht in die Richtung, um Wachtor des Hüters zu entdecken. Also irgendwie kann man die Hinweise ausstellen? Ich weiß es gar nicht. Nee, will ich doch gar nicht. Ich will jetzt noch nie runter. Kannst du vergessen, dass ich jetzt runtergehe? Vergiss es. Einfach. So, aber die Sehenswürdigkeit und die Wegmarke kann ich mitnehmen. Da haben sie ja recht. So. Huch. Was war das denn? Instanz betreten? Das können wir eigentlich gleich mal machen. So, hier sind wir hier oben.
Tafel lesen. Tafel lesen. Weiterlesen. Wenn es euch interessiert, könnt ihr ja gerne Pause machen. Bloß mich jetzt nicht so doll. Oh, das ist ja irgendwie cool, ne? Avatar des Baumes. Immer Gast im Ach nö, ich werde mich jetzt nicht mit der unterhalten. So, angekommen. Ihr werdet sicher mitkriegen, dass die eine oder andere Unterbrechung hier bei der Aufnahme ist. Das ist dann, wenn ich die Aufnahme kurz unterbreche, um mein Näschen zu schnäupen oder zu husten oder so. Weil ich habe auf meinem Mikro, wollte mir eh schon mal ewig Neues kaufen, ne? Habe ich nämlich, na, kein Mute-Dings. Deswegen muss ich jetzt immer die Aufnahme schließen, aber naja, was soll's. Wo Elementartraining? Ach so, okay. So, wir wollten jetzt zu dem Aussichtspunkt gehen. Der ist richtig schwer zu erreichen. Da muss ich mich richtig konzentrieren. Geschafft! Die Melodie ist, falls das wen interessiert, vom, komme ich denn dahin? Von dem Titelsong. Bilde ich mir jetzt ein. Ja, vom Titelsong ist es. Die Melodie von Guild Wars 2. Könnt ihr ja gerne mal suchen oder so, falls ihr möchtet. Ne, hier springe ich nicht runter. Ich gehe mal da hinten hin. Von dort aus müsste man doch auch... Halt! Da, Aussichtspunkt. Ist hier noch irgendwas auf der Ebene? Nee, oder? Da ist der Aussichtspunkt. Da werden wir da nochmal hochhüpfen. Ey, also, falls ihr das angucken wollt, müsst ihr einfach mal irgendwie auf YouTube Titelsong oder so von Guild Wars eingeben. Müsste das eigentlich kommen. Also, ich fand das ganz cool. Sag mal, die Pilze stehen hier doch nie umsonst, oder? Na, oder schon? Sind wieder so die schwierigen Sachen. Das ist so einfach, dass ich es einfach nicht mitschnalle, wo ich hier hin muss. Um darauf zu kommen. Ah, ich muss da hüpfen, ja. Okay. Gut, gut, hüpf. Ich sag ja so einfach, dass ich es einfach nicht schnalle. So. Wir sind stark im Dunkeln und das wisst ihr. Wir gehören beide dem Zyklus der Nacht an. Ich weiß, aber ich fürchte, wir werden nur schlafende Heilex sehen. Wie langweilig. So. Dann machen wir heute eine Heilenfolge. Ist mir auch ganz recht. Irgendwann müssen wir es eh machen. Ich hab, ey, ne? Eine dumme Obstpflege hier. Gott, die nervt. Kennt ihr das auch? Wenn ihr so eine dumme Fliege oder Obstfliege oder sowas habt und die geht euch einfach nur auf den Zeiger. Das habe ich auch im Traum gesehen. Wo haben wir denn? Haben wir jetzt hier überhaupt noch was? Einfach mal runterhüpfen? Au. Oh. Nee. Aber da gibt's doch eine Treppe. Aber die zeigt mir... Aber die führt mich doch nirgendwo hin, oder? Ach doch, warte mal. Momente, in denen ich die Lautlosen beneide. Ich weiß, was ihr meint, aber ich gebe meine Verbindung mit dem Traum um nichts in der Welt auf. Ah, okay, schon besser. Gott, ey, wie weit geht denn das hier noch runter? Hallo.
Unser Koch zaubert Unglaubliches. Hier geht's doch wieder. Okay, hier bin ich runtergekommen, richtig? Ja. Also gehe ich einfach mal hier hin und hier ist nichts, okay? Der Hain ist voll schön, ne? Aber das ist so irritierend hier manchmal. Weil echt alles so kreuz und quer ist. Unentdeckte Sehenswürdigkeit. Dann schnappen wir die uns doch jetzt mal. Die ist noch weiter unten. Ja, ich gehe ja jetzt runter. Die ist noch weiter unten. Na super. Ja, ich sage, das ist alles sehr irritierend hier. Wir holen uns mal ein bisschen Geschwindigkeit. Danke. So. Die ist wieder ganz unten. Wie gesagt, Hain sehr schön, aber doch sehr verwirrend. Weil hier gibt es ja so viele Etappen. Ich vermute, ich komme zu den Elementalisten. Das entspricht meinen Gaben. Was mir eigentlich nicht so gefällt, dann. Ach, je. So. Mehr war hier auch schon gar nicht, ne? Nee. Okay. Gehen wir wieder zurück. Und Aussichtspunkt. Aha. Das heißt, ich muss von hier ran. Okay. Wow. Hey. Aber wir haben es geschafft. Oh, jetzt sind wir wieder im Kampf. So, jetzt können wir uns angucken. Schön. Jetzt haben wir natürlich... jetzt sind wir natürlich wieder ganz woanders. Ach, Mensch. Am besten wir gehen erstmal wieder hoch. Irgendwie... dass wir erstmal die Etappe hier abgeschlossen haben und dann können wir wieder runtergehen. Das ist, glaube ich, ganz schlau. Weil sonst kommt man hier echt durcheinander so leicht. Ja. Hä? Ach, jetzt ist das unter mir, oder was? Falle ich da nicht rein? Nee, anscheinend nicht. Oh, ich bin fast tot. Cool. Bin ich denn jetzt hier? Ach, ich hätte auch reinlaufen können, bin ich blöd. Und jetzt sind wir schon wieder hier unten. Ah. Gut, dann machen wir es eben hier unten. Ach nee, eigentlich kann man... auch wieder hochgehen. So, warte, wir sind gleich wieder oben. So, jetzt. Laufen wir die Seite noch lang. Hast du das, wenn es so viel gibt, dass du irgendwann voll durcheinander kommst? Ach, hier sind wir hergekommen. Jo, gehen wir hier lang. Aber hier noch eine Sehenswürdigkeit? Nee, scheint jetzt nicht so der Fall zu sein. So. Ich weiß gar nicht, gibt es hier jetzt noch was für mich? Ja, eine Sehenswürdigkeit, genau. Bam, 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 bam. Hä? Aber der Typi hat mich auch hingeschickt. Huh?
Okay, gut, dann sind wir ja hier fertig. Das heißt, da können wir hier runtergehen. Genau. Hier sind wir jetzt unten. Ist jetzt die Frage, gibt es da noch einen unten? Nee, gibt's nicht. Und hepp. Eure Entscheidung betrifft mich, weil ich euch liebe. Euer Schmerz schmerzt mich. Oh, ist ja niedlich. Instanz betreten? Weiß ich nicht, ob ich das will. Nee, natürlich nicht, aber ich kann es euch ja mal hier kurz zeigen. Hallo Kaite. Ja, ist echt schön hier. Muss man schon sagen, ne? Okay. So, wir machen den Part natürlich jetzt ein bisschen länger, ne? Weil wir ja wieder was erkunden und da mache ich das ja immer so. Dass ich dann wirklich erst Stopp mache, sobald wir das fertig haben hier. So ein kleines Gebiet, das ist schon in Ordnung. Oh, hups. Hups, das kann sich jetzt auch noch wieder um Stunden handeln. Wenn ich hier wieder einen Fehler mache, so wie jetzt. Au. Na gut, dann machen wir das nochmal. Ach, herrje, herrje, herrje. Oh, ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Hep, hep. Ja, so sehe ich besonders viel. So sehe ich besonders viel, aber wir haben Aussichtspunkt. Scheißegal. Yay. Was? Einer fehlt noch? Echt? Aber wo denn? Ganz oben? Über mir. Okay. Ich gucke aber erstmal noch nach ein paar Sehenswürdigkeiten hier. So, hier haben wir noch zwei. Hey, darf ich da mal rein? Nö, anscheinend ja nicht. Hä? Na los, du blöder Pfeil, führ mich da mal hin. Ach Leute, nee, wie soll ich denn da jetzt schon wieder reinkommen? Ne? Also ernsthaft? Oh. Hehe. Ja, nix mit... Oh. Ich komme hier nicht rein. Kannst du doch voll vergessen. Das war... Genau, ich weiß. Das ist diese blöde Sehenswürdigkeit, die man bloß kriegt, wenn man hier irgendwie wo was macht oder so. Och, das geht mir schon. Oh, das ist ja ätzend. Ätzend ist das. Ätzend. Sowas mag ich nicht. Wenn man die ewig lange suchen muss, ist das echt scheiße. Hör mal hier unter Wasser. Irgendwo ein Eingang. Nee. Irgendwie hatte ich mich da mal mit meinem Main reingebackt. Das weiß ich. Weil ich nicht verstand, wieso man hier nicht reinkommt, ne? Weil hier ist ja nichts. Ach man. Vielleicht echt nur, wenn man taucht oder so. Nee, scheint jetzt nicht so. Das ist doch bescheuert hier. Okay, gehen wir erstmal zur anderen Sehenswürdigkeit und dann noch zum Aussichtspunkt und dann sehen wir mal weiter. Dann muss ich eben mir noch mal was einfallen lassen.
Halt, wir sind hier falsch. Hier sind wir richtig. Tada! So, und der eine blöde Aussichtspunkt hier noch. Halt, der war doch gerade da. Wo haben wir den? Da oben? Gott, wo laufe ich denn da schon wieder lang? Ich weiß nicht. Jetzt wurde ich doch tatsächlich hier beim Aufnehmen gestört, ey. Ach, kann ich sein. Schnell im Postboten abgewimmelt. So was wollte ich denn jetzt eigentlich? Ah, gut. Den Aussichtspunkt wollte ich. Genau, das war's. So, aber da habe ich gleich mal die Zeit genutzt und nochmal hier fix meine Nase geschnäupelt, die jetzt schon wieder läuft. Okay, also den Aussichtspunkt noch. Die, das, was? Höp. Fein. So, jetzt müssen wir aber gucken. Jetzt wollten wir doch mal gucken, was wir hier mit dem blöden, mit dem hier machen. Weil das geht ja so nicht. Irgendwie müsste man doch hier reinkommen. Also ehrlich, das geht doch nicht. Uns hier draußen hier stehen zu lassen. Hallo? Oh, ist das eine Instanz? Ja! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, 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 oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Gott, Gott. Zwischenzahnradgenerator baue ich jetzt hier nicht ab. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich das immer mit meinem Main mache. Aber dass der hier steht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Hey, damit haben wir doch alles, oder? Ja, haben wir doch alles. Warum haben wir jetzt keine Belohnung dafür gekriegt? Doch, jetzt. Lala. Yay, naja, eine Transmutationsladung ist ja voll in Ordnung eigentlich. So, und damit sind wir auch mit dem ersten Part schon wieder fertig. Bis dahin, macht's gut und tschüss.